Jahren beeinflusst Professor Hans-Joachim Schellnhuber als Berater der Bundesregierung und Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung in Berlin, kurz PIK genannt, die öffentliche Meinung in der Frage über den angeblich existenz- und lebensbedrohenden weltweiten Klimawandel. Diese filmische Dokumentation in 11 Teilen wurde erstellt, um die Widersprüche in seinen Behauptungen über den angeblich menschengemachten Klimawandel transparent zu machen und öffentlich zur Diskussion zu stellen, und überlässt es dabei dem Zuschauer selbst, diese aufgezeigten Widersprüche zu bewerten. In diesem Kapitel 7 werden nun die historischen Werte von globalen Mittelwerten aufgezeigt, die zusätzlich Zweifel an der Existenz einer globalen Erwärmung aufkommen lassen. Das vorherige Kapitel 6 hatte den Widerspruch zwischen den 15 Grad aus dem natürlichen Treibhauseffekt und der globalen Mitteltemperatur von 14,5 Grad Celsius beleuchtet und suchte wegen dieses Widerspruchs vergeblich die angeblich existierende globale Erwärmung. Zur Erinnerung, im letzten IPCC-Weltklimabericht 2007 ist die absolute globale Mitteltemperatur von 14,5 Grad Celsius dokumentiert und bestätigt. Schellnhuber und Ramsdorf weisen in ihrem gemeinsamen Buch Der Klimawandel auf Seite 37 auch in der aktuellen 7. Auflage im März 2012 diese 14,5 Grad Celsius als globalen Mittelwert aus. Übrigens, was in diesem Film noch nicht erwähnt worden ist: auch der Klimaforscher Kollege Mojib Latif bestätigte diesen Wert von 14,5 Grad Celsius am 20. März 2012 auf dem Extremwetterkongress in Hamburg. Wie gesagt, und wichtig an dieser Stelle festzuhalten, diese 14,5 Grad Celsius werden als aktueller globaler Mittelwert im März 2012 von diesen Klimaforschern bestätigt. Nun hören Sie, welchen globalen Mittelwert Hans-Joachim Schellnhuber im November 2009, also 2,5 Jahre zuvor, auf der Pressekonferenz in Berlin aus Anlass der damals bevorstehenden Klimakonferenz in Kopenhagen für einen globalen Mittelwert auf die konkrete Frage eines Journalisten mitteilte. Bitte. Dieses globale Mittel, auf das sich das jetzt eingependelt hat in den letzten 10 Jahren, wie viel Grad ist das? Naja, also so ganz grob sind es 15,3 Grad Celsius in diesem Fall. Plus, also eine Steigung um? Nein, wir haben seit 1900 eine Erwärmung von ungefähr 0,8 Grad Celsius. Finden Sie das nicht auch merkwürdig, wenn Schellnhuber und Ramsdorf seit 2006 bis zum Jahr 2012 in ihrem Buch 14,5 Grad Celsius als globalen Mittelwert ausweisen und Schellnhuber nun auf dieser Pressekonferenz im November 2009 plötzlich 15,3 Grad Celsius als globalen Mittelwert mitteilt? Nein, wir haben seit 1900 eine Erwärmung von ungefähr 0,8 Grad Celsius. Wollte Schellnhuber vielleicht auf diese Weise die globale Erwärmung von 0,8 Grad begründen? Denn die Differenz von 14,5 und 15,3 sind 0,8 Grad. So ein Zufall. Und um den gleichen Wert hätte sich dann die globale Mitteltemperatur von 15,3 im Jahr 2009 auf 14,5 im Jahr 2012 wieder abgesenkt, wenn man diese renommierten und preisgekrönten Klimaforscher beim wissenschaftlichen Wort nimmt. Dazu muss man wissen, dass Klimaforschung alles andere als eine exakte Wissenschaft ist. In der Fachwelt, da gelten die Klimaforscher so ein bisschen als die Homöopathen. Beweisführung, Methoden, Modelle, das ist alles so ein bisschen huschi-fuschi. Und wer das nicht glaubt, der sollte zusätzlich einen intensiven Blick in 20 Jahre alte Archive wagen. Die haben ja richtige Schätze hier. So ist im Jahr 1995, also vor heute 18 Jahren, in dem Jahresgutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung, kurz WBGU genannt, ebenfalls der Wert der globalen Mitteltemperatur von 15,3 Grad Celsius zu finden, den Schellnhuber dann 14 Jahre später auf der Pressekonferenz vor Kopenhagen im November 2009 verwendet hatte. Ganz grob sind es 15,3 Grad Celsius in diesem Fall. Interessant auch in diesem Gutachten aus 1995, dass dort eine angeblich tolerierbare globale Mitteltemperatur von 16,6 Grad Celsius ausgewiesen wird.
Also diese absoluten globalen Werte sind den angeblichen Klimaexperten, insbesondere Schellnhuber, der damals auch bereits Mitglied im WBGU war, seit Jahren sehr wohl bekannt. So wurde in der Bundestagsdrucksache 12/2400 vom 31. März 1992, die den ersten Bericht der Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre zum Inhalt hatte, auf der Seite 20 dieser Bundestagsdrucksache die bereits bekannte Kurve über die angebliche globale Erwärmung ausgewiesen. Wie Sie feststellen, fehlt an der rechten Seite der Grafikabbildung mal wieder der Ausweis der absoluten globalen Mitteltemperatur. Aber in dem Text zur Abbildung wird dies nachgeholt. 15,5 Grad Celsius werden dort als globaler Jahresmittelwert erwähnt. Und das, wie gesagt, am 31. März 1992 für das Jahr 1990. Also vor über 20 Jahren ein globaler Mittelwert von 15,5 Grad Celsius. Bei diesem globalen Mittelwert im Jahr 1992 wird als Bearbeiter und Referenz der Name Schönwiese genannt. Gemeint ist damit Professor Dr. Christian Schönwiese. Er wurde bereits im Kapitel 4 dieses Films zum 2-Grad-Ziel erwähnt. Professor Dr. Christian Schönwiese hatte im Jahr 1992 unter anderem ein Buch mit dem Titel »Klima im Wandel« veröffentlicht, wo an mehreren Stellen die 15,5 Grad Celsius als Weltmitteltemperatur bestätigt worden ist. So auf der Seite 73 von »Klima im Wandel« mit den Worten: »Heute gibt es rund 9700 Messstationen, die eine genaue Bestimmung der bodennahen Weltmitteltemperatur zulassen, was sich zudem durch Satellitenmessung überprüfen lässt. Das Ergebnis ist 15,4 Grad Celsius bis 15,5 Grad Celsius im Jahr 1990. Und weiter auf der gleichen Seite 73, der Erwärmungstrend selbst liegt in der Größenordnung von 0,5 Grad Celsius. Dies gilt auch für die Weltmitteltemperatur unter Einschluss der ozeanischen Wasseroberflächentemperatur. Und die Abbildung 17 auf Seite 74 visualisiert und bekräftigt dann noch zusätzlich diese Behauptung über die globale Weltmitteltemperatur von 15,5 Grad Celsius, die eine Temperaturerhöhung von 0,5 Grad Celsius als Trend beinhalten würde. Und auf Seite 136 von »Klima im Wandel« von Professor Dr. Christian Schönwiese aus dem Jahr 1992 kann man lesen: »Dieser Treibhauseffekt, und zwar zunächst der natürliche, ist überaus wirksam. Wir verdanken ihm eine bodennahe Weltmitteltemperatur von plus 15 Grad Celsius, in Klammern 1990, 15,4 Grad Celsius bis 15,5 Grad Celsius nach Satellitenmessungen.« Also es wurden damals im Jahr 1992, so Schönwiese, diese 15,5 Grad Celsius als bodennahe Weltmitteltemperatur sogar angeblich mit Satellitenmessungen belegt. Auch der damals in den 1970er und 1980er Jahren sehr bekannte und renommierte Physikprofessor Dr. Heinz Haber wies in seinem Buch »Eiskeller oder Treibhaus – Zerstören wir unser Klima?« eine globale Durchschnittstemperatur für das Jahr 1988 von 15,4 Grad Celsius aus. Und er sagte wörtlich: »Naturgemäß sind das nicht errechnete, sondern Beobachtungsdaten.« Und er sagte weiter: »Seit 1965 und bis 1988 erfolgte eine erneute Steigerung bis auf 15,4 Grad Celsius heute.« Auch im Spiegel in der Ausgabe 28 im Jahr 1988 wurde diese Grafik abgebildet, die eine globale Mitteltemperatur von 15,4 Grad Celsius auswies. Diese Spiegelgrafik verwendete dann auch ein gewisser Professor Peter Hennecke in seinem Buch »Ozonloch und Treibhauseffekt«. Und dieser Professor Peter Hennecke ist auch Sachverständiger in der bereits erwähnten Enquete-Kommission des Bundestages im Jahr 1992 zum Schutz der Erdatmosphäre gewesen, womit sich dann der Kreis schließt. Professor Dr. Dr. Paul Krutzen war derjenige, der in dem damaligen Spiegelgespräch in der Ausgabe 28 aus 1988 die prognostizierte Klimakatastrophe konstatiert hatte. Auch ein gewisser Hartmut Grassel war 1992 dort in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages Sachverständiger.
Heute ist Grassel auch Vorsitzender der Mitgliederversammlung des Potsdamer Klimafolgenforschungsinstituts von Hans-Joachim Schellnhuber. Aufgrund dieser Recherchen kann man festhalten, dass mindestens Schönwiese, Grutzen, Hennecke und Grassel die Hauptverantwortlichen für die deutsche Urheberschaft einer politisch motivierten Klimakatastrophe auf Grundlage einer globalen Mitteltemperatur von 15,5 Grad Celsius sind und die eine gefährliche globale Erwärmung und ein 2-Grad-Ziel auf Grundlage einer kursierenden globalen Mitteltemperatur von 14,5 Grad Celsius heute wohl nur noch schwerlich wissenschaftlich begründen können. Das neue Energiesparbuch der Stiftung Warentest hilft sowohl beim Sparen als auch beim Umweltschutz mit 1000 wertvollen Tipps. Ach ja, wertvolle Tipps? Wieso lässt dann die Stiftung Warentest in diesem Energiesparbuch aus dem Jahr 2009 die absolute globale Mitteltemperatur bei der globalen Erwärmung einfach weg, obwohl diese im Weltklimabericht 2007 ausgewiesen ist? Diese Frage kann Uwe Meilhahn ja mal beantworten. Erinnern Sie sich? Die gleiche Methode der Täuschung wie damals in der WDR Quarks und Co. Sendung. Und auch selbst das Umweltbundesamt vermeidet im September 2013 in einer aktuellen Broschüre in gleicher Weise den Hinweis auf die absolute globale Mitteltemperatur. Und wie bereits im Vorkapitel 6 erwähnt, vermeidet der neue 5. Weltklimabericht seit dem 27. September 2013 auch den Ausweis einer absoluten globalen Mitteltemperatur. Bilden sich dazu selbst eine Meinung, worin die Gründe für diese Intransparenz liegen. Hartmut Grassel ist bekannt und berüchtigt für seine polemischen Zitate, wenn er mit Kritik an der Klimawissenschaft konfrontiert wird. Ach, eigentlich habe ich keine Lust, zu solchem Stuss irgendwas zu sagen. Beurteilen Sie selbst zum Abschluss dieser Recherchen von Kapitel 7, ob Schellnhuber-Kollege Hartmut Grassel mit dem folgenden Zitat womöglich sich selbst oder sogar die gesamte Schellnhuber-Gilde der Klimafolgenforscher beim PIK in Potsdam gemeint hatte. Es tut mir leid, dass jemand ohne die Befragung der Wissenschaftler etwas schreibt, was seit Jahrzehnten zwar herumkurft in der Szene, aber in der Wissenschaft immer als nicht zu halten bezeichnet worden ist.